Recht herzlich willkommen zur 26. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir hatten letztes Mal schon gesagt, dass wir hier die Truppen, die Händler reformieren müssen, würde ich mal jetzt so sagen. Weil das alles nicht so dolle lief, ne? Was haben wir hier? Ein Zelt. Ja, lass mal. Weil wir kriegen hier gar nichts hin. So, und das ist Izmir. Da brauchen wir halt Kleidung und Prunk. So, jetzt müssen wir gucken. Das nächste ist Konstantinopel. Ist aber nicht unser Zuhause. Das heißt, hier gibt's nichts, was wir brauchen. So, dann. Ist das der Händler eigentlich? Der zieht hier hin. Da ist Kleidung. Bauen wir gerade erst aus, leider. Das heißt, da passiert nichts. Jetzt wissen wir schon mal da, warum. Und das zweite ist hier oben, da wird der Prunk sein. Gut, der ist auch da. So. Das heißt, der Händler ist okay. Jetzt müssen wir gucken, was brauchen wir für den Prunk. Für den Prunk brauchen wir Keramik und Metallwaren. Schließen. Metallwaren gibt es hier nicht. Das war jetzt hier, ne? Ja. So, das heißt, wir müssen gucken, welcher Händler läuft da lang. Wir haben Pause dran, sehe ich gerade. Dann lass den mal laufen. Da ist ein Händler. Der kommt da auch vorbei. So, der geht in die Stadt. Die hat keine Keramik. Der kommt da auch vorbei. Sofia. Da gibt es auch keine Keramik. Und hier in Ala gibt es auch keine Keramik. Das heißt, dieser Händler bringt uns schon mal nicht weiter. So, da ist noch einer. Der läuft noch ganz woanders lang. Da lang. Da gibt es Eisenwaren. Und Prunk gibt es da auch, sehe ich gerade. Das heißt, für den Prunk brauchen wir ja die Eisenbahn. Das wäre also sinnig, hier rauszuholen. Der nach Izmir läuft. Oder ist der? Ja, das heißt, wir ändern mal da gerade was. Nehmen das raus. Und war das jetzt hier? Ich glaube, da war das, ne? Ja, da soll er dann hin. Route planen. So, da lang, da lang. Die Straße nehmen wir raus. Da rein. Da wollte ich rausnehmen, aber das funktioniert natürlich super. Ne, dann müssen wir ganz rausnehmen, den auch. Da wird es immer so richtig. Da, nach da und von dort soll er nach dort laufen. Und von dort kann er aber erstmal nach da laufen. So, jetzt haben wir den anderen Ort mit Prunk und der ist hier oben. So, und hier, das ist wunderbar, die aktivieren wir. So, und hier brauchen wir jetzt für den Prunk noch die Keramik. Die ist da und die Keramik ist hier, ne? Oder? Ja, da ist die Keramik. Die gibt's da auch. Das heißt, wir müssen jetzt einen Händler gucken, der uns die Keramik da rumbringt. Und das ist der. Der könnte das da rumbringen. Muss aber nicht, ne? So, da müssen wir beobachten, was der macht, oder? Also er bringt Eisenbahn schon mal nach Czernowitz. Das ist ja schon mal was. Was mit dem? Der nicht. Ich hoffe, er lädt sie da auch ab. Ja, er hat noch mehr genommen und bringt die noch woanders hin. Auch super. Aber okay, ist ja nicht schlimm, weil in der Stadt wird ja auch produziert. Also das könnte dann gleich direkt eingebracht werden. Wichtig ist, dass dieser Händler die Keramik mitnimmt. Ah, der mittlere Preis, toll. Ist jetzt nicht so wichtig. Ist das unser Händler jetzt? Sieht wohl so aus. Der hat auch Kleidung mitgehabt, ne? Die brauchen wir da unten in Izmir. So, was packt er ein? Nix, was wir brauchen. Super, hm? Hier wird Kleidung hergestellt. Cool. Das bedeutet, der Händler, der eben da war und nach Izmir reist, der läuft uns dann auch noch da, die falsche Stelle. Der ist es nicht.
Ist es der? Ja, es ist der. Der braucht auch da nicht hinlaufen. Route ändern. Das weg. Das weg. Nochmal weg. Ja, das. Dahin. Dann wieder zurück. Auch wenn es so weit ist, aber ich hätte es jetzt gern lieber so. So. Ja, läuft wieder zurück. Passt. Route ist aktiv. Wunderbar. So, jetzt ist es wenigstens schon mal so, dass hier die Stoffe, die produziert sind, auch dahin gebracht werden können. Ne? Mal gucken, wie viel... Ne, das ist verkehrt. Da müssen wir gucken. Stoffe, Stoffe, Stoffe oder Kleidung. Hier, reichlich. Können sie also runterbringen. So, jetzt müssen wir noch einen passenden Händler hier haben. Eisenwaren und das. Gucken wir mal in den Handel rein. Eisen sind 64 da. Passt also. Wir brauchen jetzt noch die Keramik. Und der Händler, der hier ist, der läuft da so hin und her. Der muss jetzt eine andere Route gehen. Der kriegt jetzt eine Routenänderung. Und zwar, wenn er da war, läuft er da lang. Warte mal, so, 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 so. Und kriegt diesen Marschbefehl noch so. Mal gucken, ob er jetzt von Krakau direkt dahin läuft. So, der geht da lang, da lang. So, so. Nee, das ist nicht richtig. So. Und da. Nach da. Das passt ja. Dann nach da. Nee. Das ist auch wieder verkehrt. So. Kommt er von da nach da nach da. Ja, lass mal so, gucken, ob das so klappt. Ist das der Händler? Ja. Der hat jetzt nichts mit, was wir da brauchen. Ne, das ist nicht der richtige Händler, das ist nur ein verkehrter Händler. Das ist der richtige Händler. So, der hat jetzt nichts mitgenommen, was da unten gebraucht wird. Hier oben ist Winter. Auch schön, ne? Milso, Milos Dusan. Und das ist der hier. So, der läuft jetzt von da nach da. Und das ist Dusan, ne? Oder? Ne, doch nicht. Der kommt gerade hier hoch, der Dusan, ne? Ja. Wo ist jetzt der andere Händler? Ach, hier unten gerade angekommen. Was holt er jetzt? Er sollte jetzt noch da oben gehen. Macht er auch, aber... So, der muss jetzt Kleidung einpacken. Die haben da auch einen Überschuss. Nimmt da 13 mit. So, jetzt klappt das auch mit der Kleidung schon mal. Das ist ja schon mal etwas, ne? So, und jetzt müssen wir den ja noch gucken, dass der von hier aus die Keramik darüber bringt. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Keramik haben wir hier? Keramik haben wir nicht. So, was brauchen wir dafür? Das ist das Problem. Wahrscheinlich die Kohle. Da gibt es keine Kohle. Das bedeutet, die Route muss auch schon wieder umgeändert werden, ne? Weil hier oben gibt es ja auch keine Kohle. Nein, gibt es nicht. Das heißt, er muss von dort nach da und dann nach da von mir aus. Nee. Machen wir auch wieder anders. So.
So, er von da nach da, nach da, nach da, nach da. Ja, jetzt müsste das passen. Dann kriegt er hier die Kohle. Und die Kohle wird ja direkt abgebaut. Die muss also vorhanden sein. Wo ist sie? Da ist sie. 141 ist auch richtig viel. Und dafür brauchen wir nichts. Die gibt's so. Gut. Sollte eigentlich jetzt auch hier laufen. So, jetzt nur die Frage, kommt der da unten mal an? Ja. Das ist der Händler mit den 13. Bitte, was jetzt passiert hier? Oh, was wird das denn jetzt? Wie soll das denn? Ich habe doch gerade 13 jetzt dahin gebracht, oder? Wie soll denn das dann gehen, bitteschön? Ja, das ist natürlich ein starkes Stück jetzt, ne? Ich habe doch da 13 runtergebracht, mein Händler. Honig, Entwicklung. Freihändler haben wir nicht, ist auch klar. Kann ich einen Händler von Hand steuern, oder was? So, keine Route aktivieren. Ich gehe jetzt mal dahin. Das geht nicht. So, warte mal, das geht nicht. Okay, dann bringen wir den jetzt dahin. Das ist ja Milos Dusan. Vielleicht schaffe ich das ja. Der ist ja jetzt gleich da. Da gibt es auch die Kleidung. Okay. So. Wie kann ich dem denn jetzt was aufladen? Nur in möglichen Städten mit Gasthof oder was? In Städten mit Gasthof. Das heißt, hier fehlt uns der Gasthof. Ja, dann müssen wir den bauen, ne? Das ist das Problem da. Gut. Dann würde ich sagen, aktivieren wir bei dem die Route, soll er erstmal noch weiter Handel machen. Und hier geht das dann auch nur, aber da ist ein Gasthof, okay. Und was haben wir hier? Prunk, wo ist der Prunk? War doch hier Prunk, ne? Ach, da unten. Ja, gibt's keinen. Ja, dann müssen wir jetzt hier abwarten, bis der Gasthof fertig ist. Dann können wir da erst einladen, ne? Okay, dann haben wir das auch gelernt. Kein Karren in der Stadt vorhanden. Verschiebe Karren zwischen Stadt und Händler. Okay, das ist die nächste Aufgabe, die ich dann habe. Kloster, Bauhof. Stadtmauer kann man da bauen, okay. Okay. Depot war das. Haben wir wohl alles, ne?
Ja, das gestaltet sich ja interessant dann. Statue, Bauhof, Kloster, Depot. Wo kriege ich den Wagen her dann? Im Gasthof gibt es einen Händler, einen Siedler, einen Bautrupp, Händler. Karren, da. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob wir im richtigen Bauhof sind. Dann machen wir erstmal zu. Wie ist mit der Gastwirtschaft? Die ist noch nicht fertig. Aber da ist sie fertig dann. Da müssen wir einen Karren bestellen. Okay, das ist das Umtal pro Woche. Okay, das ist viel Geld. Das heißt, einfach mal gerade eben stehen lassen, geht nicht. Zwei Karren brauchen wir dann. 10 Arbeitskräfte, wir haben 58 wohl. Okay, dann weiß ich Bescheid. Aber das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Das müssen wir uns ja auch leisten können, ne? Gut. Für die Folge würde ich aber erstmal sagen, soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.